Willkommen zurück bei Baphomets Fluch. Ja, wir haben mit der Gräfin gesprochen und sie lässt es zu, dass wir hier das Mausoleum ihrer Vorfahren begutachten. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Von der Decke hängt eine große vergilbte Kerze. Sie sieht sehr alt aus und ist nie angezündet worden. Ich komme da oben nicht dran. Okay. Die Gräfin können wir auch nicht anschauen, na gut. Das Mausoleum enthält 5 Gruften. Für 5 der Tempelritter. Lebensgroß in Marmor. Ich werde doch hier nicht anfangen, Sarkophagdeckel hochzustemmen, während die Gräfin daneben steht. Da ist was dran. Hier fehlt was, ne? Irgendwas fehlt doch hier. Stehpult, Statue, ich gucke mal. Eine große Statue der Jungfrau Maria bewacht alles. Pass gut auf. Sie ist zu zerbrechlich, um sie zu bewegen. Vor dem Schrein sehe ich ein Stehpult mit einer Bibel drauf. Als ich die Bibel entferne, sehe ich ein Muster auf der Ablagefläche des Pultes. Hey, das ist ein Schachbrett. In der Arbeitsfläche des Stehpultes ist ein Muster aus Glaswürfeln eingelegt. Aus der Nähe kann ich ein Muster aus eingelegten Glaswürfeln sehen. Über einem Schachbrettmuster. Einige der Aha. Vierecke haben ausgefranste Löcher in der Mitte. Okay. Schachfiguren, Schachbrett, damit können wir bestimmt was tun. Kann ich mit dem Hoch Fenster noch oben was in der machen? Kuppel sehe ich Fenster. Ich vermute, die lassen sich öffnen, damit es hier nicht so leicht stickig wird. Ich könnte da nie hochklettern, ohne irgendwas kaputt zu machen. Ja, dann lass es. Es ist ein Stab mit einem Konus und einem Haken an einem Ende. Ich vermute, er ist zum Löschen der Kerzen auf dem Kronleuchter gedacht. Na gut, aber wenn die nie an waren. Und jetzt? Hier gibt es nichts zu löschen. Ich lege ihn wieder weg und fühle mich wie ein Idiot. Ich wollte vielleicht das Fenster schließen. Mann. Na gut, fühle ich halt wie ein Idiot. Können wir hier die Gräfin nach dem Schachfiguren jetzt fragen, hier für das Stehpult? Darf ich Sie etwas fragen? Bitte, fragen Sie. Das möchte ich noch nicht fragen. Ich frage erst den Rest. Ist die Jungfrau Maria wirklich die Richtige, um ein Mausoleum mit 5 Rittern zu teilen? Wow. Sie beweisen nur Ihre Ignoranz, Senior Stoppard. Der Templerorden war der Jungfrau Maria gewidmet. Sie kennen aber Ihre Geschichte gut. Was halten Sie von den Tempelrittern, Senior Stoppard? Die Templer? Sie scheinen nicht schlimmer gewesen zu sein als eine Menge anderer Ritterorden. Sie irren sich. Verglichen mit den intriganten Politikern der Hospitaller und den barbarischen Teutonen waren die Tempelritter die Verkörperung der Ritterlichkeit. Dieser widerliche französische Geldraffer von König und sein männchenmachender Papst haben ein großes Unrecht begangen. Aufgrund einer Laune dieses selbstsüchtigen Tyrannen ruht auf meiner Familie ein Fluch. Das ist doch alles so lange her. Es gibt Sachen, die sterben nie. Ungerechtigkeit gehört auch dazu. Wer genau sind denn diese Leute? Meine Vorfahren. Die 5 Männer waren alle Mitglieder der Tempelritter. 5 Vorfahren bei den Templern? Sie müssen sehr stolz auf sie sein. Nicht nur 5. 6. Wo ist der 6. Ritter? Wir wissen es nicht. Einer ihrer Vorfahren ist verschollen? Das ist eine Familienangelegenheit. Das kann hier wohl nicht wichtig für Sie sein. Sie ist aber verbunden mit dem Fluch der Familie der De Vasconcellos, oder? Ja, allerdings. Doch ich hoffe, Sie respektieren meinen Wunsch, nicht darüber zu reden. Okay, lassen wir das Thema erstmal. Erstmal, ja. Sehr respektvoll. Ist aber eine riesige Kerze. Wo kriegt man denn sowas zu kaufen? Gar nicht. Das ist ein antikes Stück. Einzigartig, soweit ich weiß. Wie alt ist sie denn? Aus dem Mittelalter, als die Mauren noch Spanien kontrollierten. Die Kerze sollte angezündet werden als Warnung für die Arbeiter auf dem Gut, wenn die Mauren angegriffen hätten. Scheint zum Glück nicht passiert zu sein. Was ist mit dem gläsernen Schachbrett? Gibt es dazu auch eine Geschichte? Gläsernes Schachbrett? Ach, das Muster auf dem Stehpult. Das dürfte reine Dekoration sein, vermute ich. Da fehlen Glasstücke. Das war schon immer so, seit ich ein Kind war. Die Löcher im Glas sehen aber verteufelt nach Absicht aus. Nein, das ist lächerlich. Welche Bedeutung könnten sie schon haben? Sie sind Teil eines Schachbrettes und die Lücken sind für... Senior Stoppard, Sie meinen doch nicht,
Dieser Ort wurde für die Templer gebaut, und ihre Schachfiguren stammen aus der Zeit der Templer. Das bringt einen doch ans Grübeln, oder? Das hier muss es sein. Hierauf verweist die Handschrift. Das ist umwerfend. Darf ich das so verstehen, dass die Templer hier ein Rätsel hinterlassen haben? Und dass wir die ganzen Jahrhunderte nicht mal gemerkt haben, dass es dieses Rätsel überhaupt gibt? Es ist wundervoll zuzuschauen, wie sich die Gräfin vor meinen Augen verwandelt. Nun gut. Keine Zeit für ein längeres Bad in Selbstmitleid, was? Senior Stobart? Dieses Mysterium hat lange, sehr lange überdauert. Aber es endet hier und jetzt. All die Jahre des Fatalismus fielen einfach von ihr ab. Lopez? Lopez! Legen Sie den Schlauch weg und hören Sie mir zu. Gehen Sie zum Haus und holen Sie meine Schachfiguren. Ja, die alten Schachfiguren. Ach, zum Teufel mit dem Spiel! Los jetzt, schnell! Deswegen durften wir es nicht anfassen, okay. Oh, das ist aufregend, was? Erwarten Sie nicht zu viel, das könnte genauso gut eine Sackgasse sein. Oh, daran glaube ich keine Sekunde lang. Es ist schön, Sie so glücklich zu sehen. Glücklich? Ja, wissen Sie, ich glaube, das bin ich wirklich. Während wir warten, könnten Sie mir doch eigentlich erzählen, was hier wirklich passiert ist. Ich meine mit dem Fluch und so. Es fing alles zu der Zeit an, als der Orden der Tempelritter zerschlagen wurde. Don Carlos hatte den Orden bereits verlassen, um ein Gelehrter zu werden. Don Carlos? Ist das der Kerl, der verschollen ging? Sie. Der Kerl. Aber er hatte seine Rechnung ohne den Bischof dieses Bistums gemacht. Er neidete uns unser Land und beschloss, das päpstliche Edikt als Vorwand zu benutzen, um uns zu vernichten. Don Carlos befand sich gerade auf einer seiner Forschungsreisen, als die Inquisition kam. Als Don Carlos zurückkehrte, fand er seinen getreuen Diener ermordet vor. Seine Kinder waren verschwunden. Sie haben die Kinder mitgenommen, warum? Das werden wir wohl nie erfahren. Der Bischof leugnete, irgendetwas über das Verschwinden der Kinder zu wissen. Aber Zeugen haben gesehen, wie seine Männer den Diener töteten, in dessen Obhut Don Carlos sie zurückgelassen hatte. Was geschah mit Don Carlos? Er legte einen heiligen Schwur ab, seine Kinder wiederzufinden, selbst wenn er bis zum Rand der Welt gehen müsse. Er legte seine Rüstung an, gürtete Schwert und Schild und tritt alleine hinaus. Niemand hat ihn je wiedergesehen. Ah, Lopez. Haben Sie die Figuren? Si, Signora. Wie Sie befohlen haben. Por favor, Signor Stoppard. Wären Sie wohl so freundlich? Aber, Signora... Beruhigen Sie sich, Lopez. Ich glaube, Signor Stoppard handelt aus ehrenwerten Motiven. Sehr wohl, Signora. Meine Herrin scheint euch zu vertrauen. Aber sie nicht. Nein, Signor. Es passt, Signor Stoppard. Es passt. Schnell finde ich heraus, welche Figuren in welche Löcher gehören. Okay. Ach, schön. Ach, ja, schön. Okay. Ja, nur da ist hier irgendwas nicht ganz in Ordnung. Mal überlegen, was müssen wir tun? König, Läufer, Springer, da ist der andere König. Ich glaube, wir müssen ihn hier schachmatt setzen. Wie machen wir das am klügsten? Ich glaube, ich habe eine Idee, wenn... Pass auf, wenn der Springer... oder? Moment. Doch, wenn der Springer hier steht... Dann steht der König Schach. Kann jetzt aber natürlich ausweichen in jede Richtung. Wenn der Läufer hier steht, habe ich es schon geschafft. Schachmatt. Senior Stoppard, schauen Sie.
Was ist denn das? Das ist doch nicht etwa der Heilige Gral, oder? Unsinn, Senor Stoppard. Das ist der Kommunionskelch der Familie de Vasconcellos. Er wird seit fast 700 Jahren vermisst. Wow. Der Heilige Gral war in einem anderen Greifen Spiel. Sie zu. Ich kann das hier einfach nicht glauben. Oh, machen Sie schon. Leben Sie mal ein bisschen. Sind Sie sicher? Das hier ist der Moment Ihres Triumphes, Senor Stoppard. Sicher bin ich sicher. Na los. Ja, dass möglicherweise tödliche Fallen eingebaut sein könnten, daran habe ich in diesem Moment überhaupt nicht gedacht. Ja, ja. Du Held. Wieder in Nikos Apartment. So macht das jetzt bequem. Somit ist der Fluch der de Vasconcellos aufgehoben. Oh nein, die Gräfin war aufgeregt, als sie den verlorenen Kelch fand. Aber das Rätsel um den verschwundenen Ritter ist immer noch ungelöst. Nun, das kannst du jetzt vergessen und erstmal das Geheimnis der Templer lüften. Oh, ehrlich gesagt, ich habe der Gräfin versprochen, Don Carlos zu finden. Du hast was? Klar. Ich kann alles erklären. Du hast nichts Besseres zu tun, als einen verstaubten alten spanischen Aristokraten zu suchen? Die Gräfin hat mir den Kelch und die Suche nach dem Grab ihres Vorfahren anvertraut. Du bist genauso verrückt wie sie. Hast du nicht schon genug Probleme? Khan und die Templer? Es ist ein Teil des Ganzen. Der Kelch ist wichtig, das weiß ich. Die Schriftrolle hat uns auf den Ritter hingewiesen und ich muss ihn finden. Was dann? Weiß nicht, aber wenn der Ritter und der Kelch zusammengeführt sind, vielleicht weiß ich es dann. Okay. Diesen Kelch habe ich in Spanien gefunden. Ich weiß immer noch nicht, warum die Gräfin ihn dir gegeben hat. Nachdem er all die Jahre verloren war, hat sie ihn einfach einem Wildfremden gegeben? Der fehlt doch wohl eine Krabbe in der Paella. Die Gräfin ist eine vornehme Dame. Du solltest sie nicht mit Meeresfrüchten vergleichen. Es würde mich nicht wundern, wenn zwischen dir und der Gräfin was gewesen wäre. Ist das dein Ernst? Sie ist alt genug, um meine Großmutter zu sein. Na gut. Ich muss gehen. Okay, ich sehe dich später. Tja, dann wollen wir mal weiter. Noch ein bisschen Paris unsicher machen. Das ging erstaunlich gut mit dem Schachspiel. Das habe ich komplizierter in Erinnerung gehabt. Aber kann es sein, dass im Original nicht dabei stand, was das für Figuren waren? Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass ich unglaublich lange gebraucht habe, um dieses Spiel zu lesen. Also zu verstehen, welche Figur welche war. Also ich meine zum Beispiel, dass ich den Läufer nicht als Läufer erkannt hatte damals. Könnt ihr das bestätigen? Oder war ich einfach nur doof damals? Naja, ich hatte es jedenfalls schwerer in Erinnerung und es ging ganz gut jetzt. Ist doch auch schön. So. Wo machen wir denn jetzt weiter? Montfaucon steht noch aus. Vielleicht gucken wir da nochmal. Ah, hier hat sich was verändert. Das ist immer ein gutes Zeichen in Adventure-Spielen. Das heißt, hier können wir neue Dinge tun. Ein Jongleur und Touristen. Na, Touristen. Das Publikum besteht aus 5 Schaulustigen. Es ist einfach zu komisch. Du kannst die intelligentesten Menschen auf der Welt nehmen, sie in Urlaubsklamotten stecken und, hey, schon sehen sie aus wie Hirnamputierte. Warum nur? Ja. Mal gucken, können wir hier einen Plausch? Ich habe nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. Na gut. Der Jongleur war wirklich gut. Was ich nicht verstehe ist, warum steckt er diesen Enthusiasmus nicht in den Versuch, einen richtigen Job zu finden? Vielleicht mag er es einfach, sich anzuziehen wie ein Pferdearsch. Wow. Sei mal nicht so judgy hier. Naja. Können wir mit dir sprechen? Hey, du da mit den Bällen. Tada! Ui! Entschuldigung, das muss ich kurz lachen. Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers? Ah, Ihr letzter Großmeister Jacques de Molay wurde verbrannt. Und zwar auf einer Insel in der Seine im Jahre 1314. Hey, solide Bildung für einen Jongleur. Non, Monsieur. Ich habe das von der Tafel da drüben abgelesen. Ja, ja, die Tafel. Die kennen wir schon. Wie haben Sie gelernt, so zu werfen? Werfen? Was ist das Werfen? Wie geht das? Na, das, was Sie da machen. Werfen mit Bällen oder Keulen oder so. Das ist kein ordinäres Werfen, das heißt Jonglieren. Jonglieren? Was heißt das?
Mon Dieu, ein Jongleur ist ein Künstler, ein Meister der Antischwerkraft und Eingeweihter der Aero-Ballett-Mysterien. In den vergangenen Jahrhunderten hatten alle Höfe der gekrönten Häupter Europas ihre eigenen Jongleure. Geistreiche, belesene Männer, an die sich die Monarchen in der Stunde der Not wandten. Was haben sie getan? Moment mal, sehe ich das so richtig? Unsere Feinde stehen an den Grenzen des Reichs, Seuchen verwüsten das Land und die Bauern revoltieren. Was für ein Glück, dass wir Chuckles haben, der seine Bälle durch die Gegend wirft. Oh, schätze, Mann. Nein. Oh Mann, ey. Dieses Jonglieren sieht eigentlich ganz leicht aus. Oh nein, nicht wirklich. Eigentlich sieht es gar nicht leicht aus, oder? Vielleicht glauben Sie, Sie könnten es besser? Ich versuch's mal. Klar, warum nicht? Bedienen Sie sich. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das geht. Aber da dieser Typ offensichtlich ein Idiot ist, kann's ja wohl nicht so schwer sein. Wow. Andererseits ist es doch schwerer, als es auf den ersten Blick aussieht. Erheblich schwerer. Aber immerhin ist das meine große Chance, einmal von völlig Fremden verspottet zu werden. Doch nicht so einfach, wie? Nee. Nein, sieht nicht so aus. Nicht wirklich. Naja, gut. Bis später. Au revoir, Monsieur. Wir gehen erstmal nochmal in die Kirche, gucken, ob sich da auch was verändert hat. Ich meine mich zu erinnern, dass dort jetzt jemand ist. Aber ich weiß nicht, ob jetzt oder noch später. Das Spiel ist ja ziemlich linear, muss man sagen. Also man hat da ja nicht großartig Auswahl, was man wann in welcher Reihenfolge tut. Okay, hier ist niemand. Wird der Raum, glaube ich, später noch relevant, dann jetzt noch nicht. Aber es gab ja diese einen die eine Ausnahme, dass wir diesen Ort hier gleichzeitig freigeschaltet haben wie das Hospital, wo man dann kurz vielleicht denkt, na, jetzt könnte sich das ein bisschen auffächern, aber das war ja letztlich nur Fake, weil man hier noch gar nichts machen konnte und man doch ins Krankenhaus musste. Aber ich würde ja sagen, ich bin ja sonst bei Monkey Island und so, dann, da feiere ich total diese Offenheit, dass du dir aussuchen kannst, welche Rätsel du in welcher Reihenfolge machen kannst, also welche Prüfung du zuerst machst, welches Kartenstück und so weiter und so fort. Aber dieses Spiel, das hat ja die Stärke darin, eine echt spannende Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, für eine spannende Geschichte mit einem entsprechenden Spannungsbogen ist diese Linearität auch echt hilfreich. Also stört mich in diesem Spiel überhaupt nicht, dass ich hier so wie an einer Schnur quasi dran langgeführt werde, weil sich so diese Geschichte viel besser entfalten kann. Nur mal kurz am Rande. Hallo, Wachtmeister. Hallo, Monsieur. So, guck mal, dich kann ich auch noch mal nach dem Jongleur fragen. Was halten Sie von dem Jongleur? Ah, er ist einfach excellent. Sehr unterhaltsam. Na, aber er blockiert doch die Straße und bildet ein Verkehrshindernis. Ja und? Er ist amüsant, der Verkehr nicht. Wenn er den Verkehr blockieren will, wer bin ich denn, dass ich ihn aufhalte? Na, Wachtmeister, Sie sind vielleicht? Ein Polizist. Genau. Ah, oui, das bin ich. Ja, genau. Sie werden also nichts unternehmen wegen dem Kerl? Non. Er hat wahrscheinlich nicht nur eine Genehmigung. Ah, eine Genehmigung. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Was werden Sie also unternehmen? Sobald ich wieder im Revier bin, werde ich das sofort überprüfen. Im Revier? Warum fragen Sie ihn nicht einfach? Soll ich etwa seine Konzentration stören? Für was für einen Barbaren halten Sie mich eigentlich? Okay, okay. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Ich habe nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. Na gut, dann rede ich mit ihm nochmal. Hier gab es irgendein Dialogrätsel. Tagchen. Ui, was wollen Sie diesmal? Hier, möchtest du mal eine Nase haben? Schauen Sie mal, eine rote Nase. Ah, Sie sind ein Clown? Clown? No. Dann wären Sie wohl auch ein viel besserer Jongleur. Einen Moment lang tanzt eine Idee knapp außerhalb des Scheinwerferkegels meiner Aufmerksamkeit. Doch bevor ich mich auf sie konzentrieren kann, fällt sie in den Gully. Platsch. Okay, okay. Hier, kennst du diesen Clown-Kollegen? Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? No. Na gut. Bis später.
Au revoir, Monsieur. Kennt ihr das, wenn ihr wisst, was die Lösung ist, aber ihr nicht mehr genau wisst, wie man drauf kommt? Hallo, Wachtmeister. Hallo, Monsieur. Da bin ich gerade. Sagt Ihnen diese rote Nase irgendwas? Ah, Sie sind ein Clown. Sehe ich aus wie ein Clown? Non, obwohl Sie wie einer jonglieren. Also, wenn ich gewusst hätte, dass Sie ein Clown sind, dann wäre das ja amüsant gewesen. Und keine solche Blamage für Sie. Was soll das heißen? Haben Sie schon mal von einem Clown in normaler Straßenkleidung gehört? Irgendwo war das ein gutes Argument. Sie wollen also sagen, wenn ich mit einer roten Nase schlecht jongliere, bin ich der König der Komiker. Aber wenn ich ohne sie schlecht jongliere... Dann sind Sie ein, wie sagt man, jämmerlicher Stümper. Genau das, oui, Monsieur. Sie haben es verstanden. Mhm. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Mein Problem ist, dass ich die meisten Clowns auch mit roter Nase nicht sonderlich lustig finde. Tackchen. Komm, wir versuchen es nochmal. Oui, was wollen Sie diesmal? Ich will nochmal. Schauen Sie mal, eine rote Nase. Wie Sie sagen würden, wuppdidu. Genau, wuppdidu. Ich möchte bitte nochmal versuchen, die Dinger zu jonglieren. Oh, haben Sie inzwischen einen Schnellkurs belegt? Mhm. Nein, ich hatte nur eine Eingebung, was die Vorführung betrifft. Pardon? Erlauben Sie mir, es Ihnen vorzuführen. Die Bälle bitte. Wenn Sie sich vollends blamieren wollen, bitte sehr, Monsieur. Klar. Okay, und jetzt zu meiner Geheimwaffe. Der Jongleur ist sprachlos vor Zorn. Albern. Er hätte jetzt gut als Pantomime auftreten können. Er sammelt seine Bälle auf, ohne ein Wort zu sagen. Der ist jetzt gerade... Und geht wutschnaubend fort. Not amused. Hey, Sie haben einen von den Bällen vergessen. Hey! Aber er hört mich nicht. Okay, haben noch wir noch einen Ball abgestaubt. Ohne sein Unterhaltungsprogramm langweilt sich der Gendarm dermaßen, dass er sogar zur Abwechslung mal ein bisschen Polizist spielen geht. Aha. Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt mit euch? Nichts. Ich habe nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. Okay, aber vielleicht halten die mich nicht auf, wenn ich hier in den Gulli will. Schauen wir mal. Ja, denen ist das wurscht. Ja, ja, steht ruhig. Bleibt ruhig da stehen. Ist gar kein Problem. Nein, ist überhaupt nicht merkwürdig. Ne? Nein, nein, ich bin hier... Ich bin ein Gulli-Clown. Das ist völlig normal in Paris. Schönen Urlaub noch. Wiedersehen. Okay. Trübes Wasser. Ja, jetzt sind wir hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum jetzt, aber immerhin. Ich meine, Fahrt. Ja, hier können wir bestimmt was erreichen. Die Regenschauer neulich haben den Wasserspiegel etwas ansteigen lassen. Aber zumindest stinkt es dadurch hier nicht so tierisch. Was soll ein Bursche wie ich schon anfangen in der Kanalisation? Bitte keine Antworten jetzt. Okay. Ein Boot? Ist ja auch interessant. Ein komisches kleines Boot ist da festgebunden. Ich vermute, damit fahren die Wartungsmannschaften hier rum. Entweder das oder das Phantom der Oper ist irgendwo in der Nähe. Im Boot gibt es eine Trommel mit einer Kette, an der ein Haken hängt. Können wir damit was tun? Okay. Ja, ja, ist in Ordnung. Was haben wir hier noch? Drei Bögen, jeder mit einer Inschrift. Dann lesen wir doch mal. Aus der Nähe kann ich eine verblasste Inschrift sehen. Mit meinem mittelalterlichen Französisch ist es nicht weit her, aber die paar Worte, die ich verstehe, scheinen auszusagen, dass hier der Galgen stand. Oder so. Ja, oder so. Na gut. Die Inschrift ist kaum zu entziffern, aber ich erkenne das Wort Templier und irgendwas über Unschuld. Mhm. Die Inschrift ist nicht zu entziffern. Der Putz ist hier viel schlechter erhalten als in den anderen Bögen. Warum wohl? Drei Bögen, jeder mit einer Inschrift. Ja, gut. Kann ich hier irgendwas manipulieren? Irgendwie einen Haken hier reinstecken und... Nee. Die Inschrift ist nicht zu entziffern. Der Putz ist hier viel schlechter erhalten als in den anderen Bögen.
Warum wohl? Können wir hier vielleicht... Oh, tatsächlich. Hey, das klingt hohl. Zeit für ein wenig brutale Zerstörung. Ja klar, mach die hunderte Jahre alte... Ja, pff, du. Wir sind kein Historiker, uns ist das ja... Da können wir unsentimental rangehen. Huch. Ach, ich dachte, da hätte ich jetzt... Aus der Nähe sehe ich, dass der Putz dort, wo ich durchgestoßen bin, dünner ist als drumherum. Und dahinter sehe ich ein paar Zahnräder und einen Hebel. Ja, dann mach doch mal. Die Post. Hey, cool. In dem Loch sehe ich eines der Zahnräder. Es hat sich gelockert und blockiert den Mechanismus. Okay, jetzt vielleicht hiermit? Ja. Na gut. Klappt das denn jetzt einfach so? Ja. Oh. Hehe. Hups. Ja, kaputt ist kaputt. Was willst du machen? War ich nicht. Entschuldigung. Ach, jetzt sind wir hier. Hehe. Guck mal, das ist, ich zeige euch mal, woher mir das bekannt vorkommt. Seht ihr? Das ist der Screen aus dem Speicherbildschirm. Und das nehme ich doch glatt mal zum Anlass. um, mal zu speichern. Denn ich glaube, hier konnte man sterben. Ich höre Stimmen aus der beleuchteten Ecke. Dann schauen wir doch mal, wer da ist. Das ist es. Die Verschwörung ist entlarvt. Okay, keine Bewegung. Ich verhafte Sie im Namen... egal, Sie sind alle verhaftet. Endlich habe ich Sie. Ich kann die Angst in Ihren Augen sehen, als Ihr cleverer Plan in Scherben geht. Ihr werdet alle für eine sehr lange Zeit hinter Gitter gehen. Und eure Waffen könnt ihr gleich wegschmeißen. Damit beeindruckt ihr mich überhaupt nicht. Okay. Wiedersehen, George. War schön mit dir. Spiel vorbei. Wenn man im Original gestorben ist, dann war dieses Menü auf einen Grabstein gemeißelt. Das fand ich eigentlich vom Screen her tatsächlich ein bisschen schöner als das hier. Aber naja, gut. Ja gut, dann sollten wir jetzt nicht nochmal da unten reingehen, sondern uns vielleicht erst den Spalt hier genauer anschauen. Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Und ich bin schon ganz gespannt, was wir hier wohl entdecken werden. Seid auch gespannt. Nächstes Mal kommen wir der Geschichte, glaube ich, nochmal einen Schritt näher. Bis dahin, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.